Bald schon wird es ordentlich voll im deutschen Luftraum. Vom 12. bis 23. Juni findet in Deutschland die große Luftwaffenübung Air Defender 2023 der NATO statt. In diesem Zeitraum werden entsprechende Gebiete auch für den zivilen Flugverkehr gesperrt. Die Luftwaffe sprach laut dpa nun über mögliche Einschränkungen für Reisende. Demnach soll sich die Übung kaum auf geplante Flüge auswirken. Mit Ausfällen sei nicht zu rechnen. Das erklärte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhards. Einzelne zivile Maschinen müssten zwar einen Umweg machen, dies bedeutet jedoch allenfalls Flugverspätungen von wenigen Minuten. Die Übung wurde seit 2018 geplant, 25 Nationen sind beteiligt. Rund 240 Flugzeuge werden im Einsatz sein, davon etwa 100 von amerikanischer Seite. Laut Bundeswehr handelt es sich um die größte militärische Verlegeübung seit Bestehen der NATO. Deutschland möchte Verantwortung übernehmen, so der Inspekteur der Luftwaffe weiter.